Der Sushi to go check. Wow! Sushi ist in aller Munde und ein Kochkollege von mir hat das perfektioniert. Zumindest macht es den Anschein. Hier in Frankfurt gibt es von Steffen Hensler auch eine sogenannte Sushi-Bude. Und damit ich nicht alleine heute teste, habe ich mir einen Szene-Gastronom, eine Koryphäe aus Frankfurt, dazugeholt. Vom Weißgold hier in Bornheim, mein charmanter Kollege Carsten Menges. Willkommen. Hallo. Servus. Mein Lieber, komm bei mich bei. Wir werden heute von Steffen Hensler sein Sushi-to-go testen. Nur in wenigen Städten in Deutschland ist das überhaupt möglich. Es muss auf Termin vorbestellt werden. Wir probieren unser Glück. Also von der Online-Seite aus sieht das natürlich auch sehr gut aus. Was man über die Preise nicht gerade sagen kann. Die Sushi-Happen sind ganz schön happig. 16 Euro Spicy Tuna, das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist absolut eine Hausnummer, ja. Das läppert sich. Meine Fresse, wir haben jetzt 184 Euro. Es hört sich toll an, aber meinst du, wir werden satt? Ja, ich bin gespannt, was da an Mengen kommen. Und da kommt schon die Sushi-Post. Pünktlich wie ein Sumo-Ring. Guten Tag. Oh, so viel Essen. Ja. Super. Vielen herzlichen Dank. Ja, das ist die einzige Tüte. 184 Euro. Im ersten Moment sieht es wenig aus, aber da ist einiges drin und die Qualität, das sehe ich jetzt schon. Ja, alleine die Packung ist halt teuer. Hochwertige Packung. Genau, so, guck mal. Das sieht schon toll aus. Je besser man das präsentiert, umso besser hat man natürlich ein sogenanntes Mundgefühl. Aber ich will ja eigentlich nicht für die Verpackung bezahlen. Ich will ja fürs Essen bezahlen. Ich will ja geiles Essen auf den Tisch bekommen. Dann schauen wir mal, wie geil es ist. Jetzt haben wir vom Hensler die schönen Sachen. Wir packen mal ein bisschen aus. Jawohl. So, dann haben was haben wir hier? Tempura-Garnelen. Kokossuppe. Kokossuppe. Hochwertige Verpackung. Es sieht ja schon ziemlich cool aus. Absolut. Ja. So, heißt, also schön. Ach, geht die, nicht anders. Haben wir hier die Soßen, weil dann steht dabei, welche Soße dann dazu passend ist. Das ist ja schon mal gut. Sehr gut. Wow. Heißt, wir haben Anleitung, wir haben viel Krempelkram. Also ehrlich gesagt, das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt machen wir mal fort. So, dada. Machst du es auf? Dann wollen wir mal gucken, was da drunter ist. Wow. Sieht natürlich alles ziemlich gut aus. Das kann man mal so sagen. Die Aufmachung ist perfekt. Mhm. Alles einladend. Also man kriegt richtig Hunger. Achtung, Tipp. Wenn man Sushi bestellt und die Box aufmacht, darf es einem nicht unangenehm entgegenkommen, vom Geruch her. Heißt, es muss frisch riechen, es muss nach Meer riechen, also Meer im Sinne von frisch von der See. Bei dem Preis kann man das hier erwarten. 184,50 Euro. Das ist ein stolzer Preis. Wenn wir dann die ganzen tollen Tütchen, Döschen, alles wegrechnen. Mal ernst, ich habe schon gedacht, der Tisch ist voll. Ja, also preislich, das ist natürlich. Die Marke macht's. Ob da nun Hensler oder Lafer oder Lichter draufsteht, spielt keine Rolle. Diese Kollegen wollen natürlich ein bisschen Lizenz und von daher wird der Preis für euer Sushi natürlich teurer. Was haben wir denn an Teilen? Lass uns mal bitte zählen. 3, 4, 8. Als was zählt das? Ne? Das ist natürlich ein Teil. Ne? Zwei Teile. Ja. Lass mal zwei Teile also beim, 8, 9, beim Sushi. 10, 12, haben wir hier 14. Dann haben wir hier, dann sind wir bei 20, 23. Ja. Ja. 40. Ich würde tippen 40 Teile.
oder? Kommt hin. Ja. Jetzt wird aber endlich mal gegessen. Was haben wir denn da? Lachs, Reis, bisschen crispy und Nori-Blatt heißt Alge. So. Probier mal. Wie im normalen Sushi-Laden. Normale Maki. Ja. Man merkt aber schon, der Lachs hat eine gewisse Frische. Mhm. Ist gut. Ist gut. Schmeckt. So, probieren wir mal ein bisschen Klimbim. Ja. Na gut. Normaler Ingwer. Normaler eingelegter Ingwer. Genau, ja. So. Dann haben wir hier Tempura, Garnelen. Crispy Tempura. Trotz liefern, hat er noch einen gewissen Knack. Also, was denkst du, steht da der Hänsler im Laden und macht es selber? Nein, das können wir ausschließen, weil diesen Lieferdienst gibt es mittlerweile in mehreren Großstädten in Deutschland. Ja. Zudem hat er noch seine drei anderen Restaurants in Hamburg. Ja. Ach, diese Mär, von das die Kochkollegen dann in der Küche stehen. Ob das nun der Hänsler ist oder der Melzer oder der Lafer oder der Lichter. Natürlich geben meine Kollegen die Namen gerne her für ein sogenanntes Franchise. Auch mein Kollege Hänsler, der hier dieses Sushi in Frankfurt vertreibt, schreibt natürlich nur die Rezepte, ist bei den Meetings dabei, ist bei den Besprechungen dabei und letztendlich, wenn irgendwas ist, dann mischt er sich ein. Ansonsten, tja, ist er nicht dabei. Weiter im Test? Wir probieren uns durch. Das ist ein Sushi-Tatar für stolze 16 Euro. Schmecke du's halt wie ein Thunfischsalat aus dem Rewe. Ja. Ernsthaft? Also ich kann da jetzt nichts abgewinnen. Das andere bisher war wirklich gut. Also der Lachs war gut, der Reis war perfekt. Aber der Thunfisch, also das Thunfisch, sieht mehr aus, als es, als es ist. Ist es, genau. Richtig. Ja. Ja. Es schmeckt ja auch nicht jeden immer alles. So, der Thunfisch sieht Bombe aus. Schönes Filet, keine Sehne. Mhm. Das ist super. Ja? Ja. Das schmeckt wirklich sehr gut. Ja. Kriegt mehr Runde. Qualitativ super, ja. Ja. Dann nehmen wir mal so ein Dinglischer auseinander. Außen Rinderfilet. Sieht schon mal gut aus. Ja. Nicht tot, etc. Dann Nori-Blatt, Reis. Was das in der Mitte ist, keine Ahnung. Ich probiere das mal. Irgendwas Fischiges. Schmeckt auch ganz gut. Okay. Aber hätte keine Ahnung. Auf eine Garnele im Tempura-Teig, die da reingestellt ist. Okay, ich geb's zu. Da sind schon verdammt leckere Sachen dabei. Die Hähnchenspieße für 8 Euro zum Beispiel, echt gut. Die Suppe für 9 Euro, auch. Als Nachtisch gibt's Zitronen-Jutsu-Tat für 10,50 Euro. Es sieht aus wie ein Käsekuchen. Es ist ein Käsekuchen. Oh Wunder. Es ist ein einfacher Käsekuchen. Es ist ein Käsekuchen. Mehr nicht. Warte mal, hier drüben. Ja. Auch das ist nur ein Käsekuchen. Mit einer anderen Farbe. Ja. Ja. 10,50 Euro. Mhm. Sushi to go von Steffen Hänsler. Unser Fazit. Also die Qualität ist gut, um Gottes Willen, keine Frage. Aufmachung alles, ja. Aber Aufmachung alles, aber es ist einfach scheiße
teuer. Ja, einfach mal nebenbei, so abends mal, wenn man keinen Bock zum Kochen hat, einfach mal ein bisschen Sushi essen, Sushi bestellen und dann eine Rechnung von 184 Euro zu haben. Wow, das ist großes Kino. Aber da wären wir auch nicht satt geworden. Wir sind jetzt nur zu zweit, aber in der Regel sind wir mehr Leute. Ja. Und wir hätten in diesem Umfang ungefähr bestellt, aber da hätten wir nach einer Stunde schon wieder gesagt... Die anderen hätten gefragt, wann die Hauptspeise kommt. Wann kommt die Hauptspeise? Das ist richtig, ja. Nee, ja. Also, das ist richtig. Für ein besonderes Event ist so ein Sushi-Bestellen natürlich etwas ganz Besonderes. Aber für jeden Tag, da ist es doch ein wenig zu teuer.